Dankeschön. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, hartes Kontrastprogramm auf jeden Fall jetzt. Nach so einer Nummer kommt ein böser, trockener Typ. Ich habe keinen Karton, der glänzt. Und auch keine Entchen mit verbundenen Augen. Ich habe Inhalt. Nein, alles gut. Ich bin auf dem Weg hier, bin ich nochmal so meinen Text durchgegangen. Und wenn ich meinen Text durchgehe, bin ich so in meiner Zone, bin ich in meiner Zone. Ich bin so ein bisschen apathisch, ich gucke auch mal durch Leute durch. Und ich laufe so an der Reeperbahn lang, bin meinen Text durchgegangen. Auf einmal werde ich angerempelt und vor mir steht so ein asoziales Pärchen. Und der Typ meint zu mir, hey, Digga, ja, was ist mit dir, du Wichser? Hast du gerade meine Frau angeguckt? Und ich meinte so, nein. Aber hast du dir die mal angeguckt? Das ist ja grausam, ey. Seid ihr auf dem Weg zu einer Motto-Party oder was? Ist das Thema Hautkrankheiten? Geht deine Frau als Neurodermitis? Wisst ihr schon mal ungefähr, wo die Reise hingeht hier? Ich bin Moslem, kein gebürtiger Moslem, sondern wenn ich halt mit einer Frau in einer Beziehung bin, widme ich mich ihr halt zu 100% und passe mich halt an. Und ich bin halt für meine Ex-Frau extra zum Islam konvertiert. Ne? Nicht falsch verstehen, die war Deutsche, aber ich hatte keine Lust mehr, mit der auf Augenhöhe zu diskutieren. Dankeschön, ihr seid gut. Ey. Ihr seid gut, ihr seid wirklich gut. Ey. Ja. Ihr merkt schon, ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Ich ziehe aber durch. Ja. So, was soll ich machen? Ich bin halt verkorkst. Ne? Letzte Woche habe ich mir gedacht, weißt du was, heute machst du mal was Gutes. Eine gute Tat. Da saß ich so im Bus, der Bus war relativ voll und da kam eine Frau rein und ich bin aufgestanden und habe ihr meinen Sitzplatz angeboten. Ja, und die Frau meinte zu mir, na, also so alt bin ich jetzt nun auch wieder nicht. Ne? Und ich sag so, ja, ich weiß, darum geht es ja nicht, aber stehen, wenn man so fett ist. Ich weiß, Hamburg, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Nee. Aber man muss sich über alles lustig machen. Ich feiere es auch, wenn Leute sich über mich lustig machen, über meine Hautfarbe, ist auch gut. Es muss halt immer nur trocken oder kreativ sein. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, du kommst aus Afrika, hier ist eine Banane. Das ist nicht gut. Ne? Aber es war zum Beispiel, letzten Sommer lag ich in Mallorca am Strand, und da sind so zwei Typen vorbeigegangen. Der eine meint so, Herbert, der liegt aber auch schon länger hier. Geil, geil. Das ist genau mein Humor. Ich liebe sowas. Schön trockener Rassismus. Aber clever. Clever. Ich liebe es. Und obwohl ich so menschlich verkorkst bin, ne, habe ich trotzdem eine Tochter. Ne? Die ist 2 oder 4, ich weiß das gar nicht ganz genau. Ist auch nicht meine Aufgabe. Spaß. Nein, die ist am 19. Januar 4 geworden. Ne, ist auch alles gut. Die ist genauso wie ich früher, weil wir waren letztens in Düsseldorf. Ich komme gebürtig aus Düsseldorf. Wir sind im ICE unterwegs gewesen und die ist genau wie ich früher. Die läuft einfach durch die Gänge durch und labert so willkürlich alle Leute an. Hey, ich bin die so und so, wie heißt du, was machst du? Voll süß. Und dann hinter uns war so ein Pärchen und ich höre so, wie der Typ zu meiner Tochter sagt, na du, wie heißt du denn? Und meine Tochter meint so, warum redest du so langsam? Bist du doof? Das ist meine Tochter, ich bin so stolz darauf. Die kommt ganz nah am Papa. Die kommt ganz nah am Papa. So schön. So schön. Weil die hat halt noch keine Distanz, was sowas angeht. Wir waren letztens, ist manchmal auch schwierig und unangenehm, wir waren letztens auf der Straße unterwegs, in Schöneberg sind wir so rausgegangen, da kam uns eine Frau entgegen, die war offensichtlich körperlich behindert. Ne? Die war 1,30 groß, hat so eine Verkrümmung gehabt, kam so auf uns zu und meine Tochter ist sofort auf sie zugelaufen, so schnell konnte ich gar nicht gucken und die meinte so zu der Frau, hey, warum bist du so klein und warum gehst du so komisch? Und das war super unangenehm für alle. Die Frau wusste gar nicht, was die sagen sollte. Die war so, und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Und ich meinte so, hey, hallo. Meine Tochter hat dich gerade was gefragt. Ihr seid gut. Ihr seid wirklich gut. Ihr seid wirklich gut. Und ich weiß, dass es unter der Gürtellinie ist. Aber wie gesagt, das ist mir scheißegal. Ach ja. Was soll ich euch sagen? Ich bin vor 3 Tagen angereist, bin so mit meinem Koffer raus Richtung Hauptbahnhof und da kamen so 3 junge Shababs auf mich zu. Ne? So 3 junge Südländer, ne? So Kennex, 3 Shababs. Ne? Die waren so 12, 13
Und ich habe hier so meine 30-Euro-Kette, ne, auf Low-Flex-Basis draußen gehabt. Ne? Und der eine zeigt so auf die Kette und der meint so, Walla, stabil diese. Und ich wusste, was der meint. Das sollte aber nicht so sein. So, ich bin 40, ich habe Abitur. Wie, Walla, stabil diese? Also wir hätten damals noch gesagt, Entschuldigung, der Herr, das ist eine sehr, sehr schöne Kette, die Sie tragen. Silber steht Ihnen ausgezeichnet, machen Sie weiter so. Das ist jetzt einfach, Walla, stabil diese. Und ich weiß nicht, ob die Kollegen das wissen, aber das ist maximale Effizienz. Aus 14 Worten werden einfach 3. Super, ne? Ding ist nur, in so 10, 20, 30, 40 Jahren bekleiden solche Nasen irgendwann vielleicht mal wichtige Berufe. Ne? Und da kommst du irgendwann in so einen deutschen Gerichtssaal. Ne? Und der Anwalt ist dann so, Herr Richter, also dann Richter auch mit SCH. Herr Richter, ich sag Ihnen so, wie war. Der Komplize von meinem Mandant, er wurde von Seite mit Messer erstochen. Auf ekelhaft. Weil er ist gestorben wie ein Hund. Und der Richter ist dann so, Walla, schuldig. Dankeschön, Dankeschön. 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 Letztes Ding, geht noch eine Minute, dann bin ich auch raus. Ich bin eigentlich auch weniger hier, um euch zum Lachen zu bringen, sondern eher so, um mich auszukotzen. Ne? Und es gehen ein paar Sachen, die mir auf den Senkel gehen. Zum Beispiel, es gibt so eine Redewendung seit so 7, 8 Jahren. Wer die erfunden hat, der gehört erschossen. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Eine Person tut einer anderen Person einen Gefallen. Die eine Person sagt, danke. Und die andere sagt, nicht dafür. Doch. Doch, genau dafür. Du bist jetzt das offizielle Dankeskomitee oder was? Ich kann doch selber entscheiden, wofür ich mich bedanke. Sowas fickt meinen Kopf. Und ihr seht alle wissbegierig aus. Deswegen, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich erkläre euch jetzt die einzige Situation, wo das auch wirklich Sinn macht. Ist ein Büro, älterer Arbeitskollege, jüngerer Arbeitskollege. Der Ältere zeigt dem Jüngeren ein Bild von seiner Tochter. Und die Tochter ist nice. Ne? Und der Jüngere denkt sich so, ah, die würde ich gerne daten. Fasst dich ein Herz, fragt den Älteren. Der Ältere denkt sich, okay, das ist ein cooler Typ, passt schon. Der Jüngere kommt zu denen nach Hause. Der Papa steht da mit seiner Tochter, sagt, okay, ihr geht jetzt ins Kino, ne? Aber um Punkt 11 seid ihr wieder hier. Ne? Und die beiden hauen ab. Die gehen aber nicht ins Kino, die fahren sofort zu dem. Und da flankt der die komplett von links nach rechts durch die Bude. Der jagt die durch die Küche, überall nimmt er die. Ne? Nimmt die richtig Wolle, wirft die hoch, fällt die mit dem Pimmel wieder auf. Der macht richtig Rambazamba mit der. Ne? Die ist vollkommen fertig. Der bringt die durchgenudelst, ne, wieder zurück. Ne? Papa macht die Tür auf. 11 Uhr. Danke. Nicht dafür. Hey Hamburg, ihr wart ein überragendes Publikum. Danke euch vielmals.